Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 21. September, morgens um 7 Uhr. Wir haben 10 Grad, das ist also noch ganz frisch. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Wochenstart, einen schönen Montag. Wir sind dabei, uns fertig zu machen. Und da gucken wir mal, was die neue Woche so bringt. Wir haben ein neues Haustier. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr da seht. Bei uns hier wird heute selbstgemachte Reibekuchen mit Apfelmus. Wir haben einen tollen Wäschetrockner. Gerade fertig. Knöpfchen gedrückt. Da, 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 da. Und die Wäsche ist fertig gefaltet. Das wäre schön, wenn das gehen würde, ne? Der Udo hat heute Mittag hier auf dem Brett gefaltet und das dann da reingeräumt. Das wäre schön, wenn das immer so funktionieren würde. Da hätte ich sogar Spaß beim Trocknen. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 22.09. Morgens um 6:30. Da oben ist ein Sternchen. Ganz alleine. Sieht schön aus. Genau, wir haben 8 Grad. Das ist also noch frisch. Und noch ruhig. So, wir machen uns wieder fertig. Das heißt, ich muss mir jetzt die Haare kämmen und föhnen und zopfieren. Und die Kinder frühstücken gerade. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wonach sieht das aus? Als wenn er ein schönes Leben hat und ich die Wäsche bügeln muss. Ja, ich habe alles gewaschen und dorthin gelegt. Ja, ja. Und das abends um 7:45. Viertel nach 8, habt ihr ja gerade gesehen, mein Bügeleisen heizt auf. Meine Stimmung jetzt nicht, aber egal, muss ja gemacht werden. Ja, heute Morgen, nachdem ich fertig war mit der Quatscherei mit den Müttern, habe ich hier zu Hause ein bisschen aufgeräumt und dann noch was für meine Bastelei gemacht. Ja, mittags hat der Udo heute gekocht. Kartoffeln. Es gab heute Pellkartoffeln mit Creme Fraiche und wie heißt es denn jetzt? Sahnehering, genau. Gab es für die drei. Ich esse das auch, aber ich hatte heute Mittag irgendwie keine Ahnung, keinen Hunger. Dann haben die drei gegessen, dann wurden Hausaufgaben gemacht. Und das ging ganz fluxig heute alles. Ja, und dann waren die Kinder draußen noch. Haben da rumgeturnt und gerannt und getobt und ja. Dann habe ich mir irgendwann, ich hatte noch eine Foliere, eine Forelle, eine Kühltruhe, die habe ich mir gemacht. Das war so quasi mein Mittag-Abendessen. Und ja, dann war Lenny abends beim Fußball, beim Training. Und Emma und ich haben hier im Garten die Blumen gegossen, als der Udo dann da war. Da sind wir dann mal endlich auf die Suche gegangen nach meinen Schildkröten. Die waren weg. Die waren komplett weg gewesen. Und meine Angst war, dass die sich draußen in dem Auslauf vergraben. Muss ja nicht unbedingt sein, weil da sind sie ja nicht geschützt vor Nager. Boah, ich hasse Mücken, ey. Vor Nager und so weiter und so fort. Und ja, in dem Frühbild sind sie natürlich geschützt, unten runter ist ein Draht und ja. Auf jeden Fall ist der Udo dann auf die Suche gegangen. Wir haben sie beide gefunden und ich befürchte, das kann man noch nicht sagen. Ich denke mal, da kann man erst in 2 Jahren sagen. Aber ich befürchte, dass unsere Paula eine Pauline ist und die Lissi ein Lissobert oder so. Weil so wie das schon aussieht, sieht Lissi sehr männlich aus. Es wird immer so bleiben. Es wird immer Lissi und Paula bleiben. Ob Junge oder Mädchen, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall sind beide da. Wir haben ja nur ein bisschen die Erde weggemacht, Panzer gesehen, gut drüber gemacht. Und jetzt haben wir nämlich das Frühbeet zugemacht, dass ja, die auch nicht mehr raus können. Das hört sich jetzt brutal an, aber jetzt kommt sowieso die ihre Zeit, wo die sich dann so langsam vergraben werden. Also eine Etage tiefer sich graben. Von daher, ja, ist alles gut. Genau, und ich werde jetzt bügeln, bügeln und bügeln. Yeah. Man sieht mir so richtig die Lust an, ne? Sieht so richtig aus, als wenn ich Bock hätte. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 23.09. Morgens um kurz nach 7. Wir machen uns alle fertig. So, da seht ihr mal, das Häuschen ist dicht. Und hier war so eine Umgrabaktion, weil wir die da den einen Mittag das letzte Mal gesehen haben. Und da haben wir gedacht, die Schlawiner haben sich in den Erdhaufen gebuddelt. Aber der ist so weit von fest. Da buddelt sich auch keine Schildkröte ein. Genau. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Wochenteiler. Einen schönen Mittwoch. Und ich gehe rein, es ist noch frisch. Bis später. Wir haben 20 Uhr, mich gibt es auch noch. Und ich sehe schon wieder, mein Akku ist leer. Ich habe die Kamera vergessen zu laden. Ich sage, heute ist ein Tag wie Freitag, der 13. Man braucht ihn nicht. So röselig und man hat den so durch, ich sag jetzt mal, strukturiert. Man weiß, dann und dann machst du Mittagessen, dann und dann kommen die Kinder nach Hause. Dann wird erst gegessen, Hausaufgaben gemacht, das Kind hat noch schwimmen und so weiter und so fort. Ja, und dann kommen die ganzen Zwischendinge. Kannst du nochmal hier, da ist das, dann ist ja, so noch was dazwischen gekommen. Ich sage ja, also heute irgendwie ist wie so Freitag, der 13. Zwei Sekunden bitte. Und ja, ich glaube, ich habe heute auch noch nicht wirklich viel getrunken. Ich bin on Tour gewesen. Dann konnte ich mein Auto heute in Timbuktu parken, weil die Nachbarn hier heute irgendwie ringsrum alle irgendwas gekriegt haben. Der eine Öl, der andere Pflastersteine. Dann war ich noch einkaufen, habe mein Auto schön weit weggeparkt, bin zu Hause und dann fiel mir ein, ja, du warst einkaufen, wo sind die Einkäufe denn? Konnte ich dann zurück und ja. Dann hatten wir noch Besuch gehabt und ich sage ja, das war heute richtig schön actionreich. Also ich weiß, wenn die Kinder gleich im Bett sind, die essen jetzt noch Abendbrot, werde ich definitiv aufs Sofa zusammenfallen und müde sein. Genau. Ja, sonst ist heute nicht wirklich gewesen. Für euch leider gar nichts zu gucken. Für mich reicht es. Ihr seht ja, oder kriegt ihr mit. Ich habe noch nicht mal geschafft, die Kamera zu laden. Ja, wir sind auch gerade erst vom Schwimmen rein. Das Kind ist sehr glücklich, hat Spaß gehabt. Und jetzt muss es eine Woche warten. Genau. Ja, die Emma ist ja mal alle zwei Wochen jetzt dran in der Corona-Zeit und ja, da freut sie sich dann wieder drauf, wenn sie dann wieder schwimmen darf. Und sonst, ja, gibt es nicht wirklich viel Neues. Ich werde jetzt da hingehen, das Video bearbeiten, deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restmittwoch und ja, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!